ungeheuer teuer. Ungeheuer teuer. Komisch. Du denkst, dass es vielleicht mal einen dritten Weltkrieg geben könnte? Du siehst die Aufrüstungsspirale der letzten Wochen und Jahre mit Sorge? Und du willst wissen, wie du dich am besten darauf vorbereiten kannst, einen dritten Weltkrieg oder sogar einen Atomkrieg zu überleben? Dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Ich habe mich in den letzten Wochen intensiv mit dem Thema beschäftigt. Ich bin selber Ingenieur und an Technik interessiert und ich habe viele Leute gefragt. Und in diesem Video zeige ich dir die 5 besten Tipps, wie du garantiert einen Atomkrieg überleben wirst. Oder zumindest die besten Chancen darauf hast. Also bleib unbedingt dran, denn es kann buchstäblich um deinen Kragen gehen. Servus und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Moment mal. Alle reden immer wieder von einem dritten Weltkrieg, aber ist es wirklich möglich, dass ein Krieg, ein verheerender Krieg, wieder nach Europa kommt? In den letzten Wochen haben wir viel Säbelrasseln gehört. Und vielleicht waren wir in der Menschheitsgeschichte noch nie näher an einem Atomkrieg dran als heute. Vielleicht erinnert sich jemand im Wahlkampf, als Donald Trump gefragt wurde, ob er im Ernstfall auch Atomwaffen auf europäischem Boden einsetzen würde. Was war seine Antwort? Ja. Und in den letzten Wochen haben sich der amerikanische Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Diktator immer wieder behagt. Erst hat Donald Trump gemeint, auf Drohungen hat er geantwortet, wir werden mit Feuer und Wut antworten. Daraufhin hat Kim Jong-un gesagt, der Donald Trump ist ein alter Greis und er ist schon senil und ihm kann man nur mit äußerster Gewalt beikommen. Und jetzt auch in den letzten Wochen hat Nordkorea immer wieder Raketen abgefeuert und jetzt sogar noch einen Atomtest durchgeführt. Natürlich muss unter allen Umständen verhindert werden, dass so ein Krieg passiert. Aber wenn es trotzdem passieren sollte, wollen wir uns nicht unvorbereitet von der Apokalypse erwischen lassen. Hier sind die 5 besten Tipps, wie ihr einen dritten Weltkrieg oder einen Atomkrieg überlebt. Aber erstmal zu euch, was denkt ihr, kann es wieder einen dritten Weltkrieg geben? Kommt es zu einem Atomkrieg? Was ist eure Meinung? Schreibt in die Kommentare, ich interessiere mich für eure Meinung und ich beantworte jeden Kommentar. Ja, in uralten Schriften lesen wir auch Prophezeiungen über das Ende der Welt. Zum Beispiel hier von einem Jeremia. Er sagt, Zitat, ich sah das Land und siehe, es war wüst und leer und sah zum Himmel und er war finster. Ich sah die Berge an und siehe, sie bebten und alle Hügel wankten. Ich sah und siehe, da war kein Mensch und alle Vögel unter dem Himmel waren weggeflogen. Ich sah und siehe, das Fruchtland war eine Wüste und alle seine Städte waren zerstört. Ich finde, da scheint etwas dran zu sein, zumindest sieht man das mit den Vögeln schon mal in Deutschland. Die letzten 10 Jahre haben wir einen großen Teil an Insekten verloren und etwa 70% der Vögel. Das ist ein rapides Vogelsterben in Deutschland. Hallo? Ist da jemand? Kommen wir zum ersten Tipp. Atomwaffen sind ungeheuer teuer. Ungeheuer teuer. Komisch. Die USA haben allein in einem Jahr über 50 Milliarden für ihr Atomwaffenprogramm ausgegeben. Und angesichts dieser Kosten würde niemand auf die Idee kommen, eine Atomwaffe zum Beispiel über dem Schwarzwald abzuwerfen. Es sei denn, er hätte vielleicht eine Allergie gegen Schwarzwälder Kirschtorte oder sowas. Also, aus einer Stadt wegzuziehen ist ganz besonders wichtig, wenn es darum geht, einen Atomkrieg zu überleben. Die Reichweiten von Atombomben sind unterschiedlich. Das kann 30 Kilometer sein oder mehr, wo unmittelbare Zerstörungen stattfinden, wo keiner überlebt. Nehmen wir an, es gibt einen Atomangriff und zum Beispiel Nordkorea feuert eine Rakete ab. Dann ein realistisches Szenario wäre, dass wir nur wenig Zeit haben dazwischen, dass der Alarm uns erreicht und wir wissen, wir müssen die Stadt verlassen. Und in dieser Zeit müssen Millionen Menschen diese Stadt verlassen. Also ihr wisst, es wird ein riesiges Chaos geben. Und die Ausfahrtsstraßen werden komplett verstopft sein. Je weiter weg ihr lebt von der Stadt, nicht nur ist eure Chance geringer, dass ihr unmittelbar getroffen werdet, außerdem ist auch eure Chance höher, dass ihr fliehen könnt. Natürlich scheint es eigentlich total unlogisch, dass jemand auf die Idee kommen würde, eine Atombombe über eine Stadt abzuwerfen. Aber ich meine, wenn wir in die Geschichte schauen, dann ist das eigentlich gar nicht so fern. Die einzigen Atombomben, die mal eingesetzt wurden, wurden über Städten abgeworfen. Und das nicht von irgendwelchen autokratischen Regimen wie Nordkorea, sondern von der demokratischsten und zivilisiertesten Nation damals, den USA. Eigentlich ziemlich erschreckend. Außerdem ist es am besten, wenn ihr nicht in der Stadt wohnt, sondern eher auf dem Land. Weil es ist so, dass nach einem Atomangriff oder auch in einem dritten Weltkrieg wahrscheinlich die Versorgung komplett zusammenbrechen wird. Und in dem Fall habt ihr auf dem Land die besten Möglichkeiten, euch für eine Zeit lang auch selbst zu versorgen. Und da kommen wir schon zum zweiten Punkt.
Bei einem Angriff auf die Zivilbevölkerung wird es erstmal dazu kommen, dass die komplette Versorgung zusammenbricht. Also ihr werdet kein Essen mehr haben, keine Nahrung, nicht mehr die Möglichkeit, an Wasser zu gelangen. Und hier ist es wichtig, dass ihr euch selbst versorgt. Und dazu sind erstmal Vorräte wichtig. Und mein einfacher Tipp an euch ist, kauft euch Getreidesäcke. Ihr könnt einfach in den nächsten Raiffeisen gehen und bekommt einen 25 Kilogramm Getreidesack für 15 bis 20 Euro. Ist total billig. Kauft euch eine kleine Haushaltsmühle von Bosch. 100 bis 200 Euro gebraucht bei eBay. Und diese Getreidesäcke, die halten ewig. Die könnt ihr im Keller lagern, jahrelang, kein Problem. Und im Notfall, wenn ihr einige von solchen Säcken habt, dann könnt ihr euch einige Monate damit mit Brot ernähren. Und der nächste Tipp ist ein eigener Garten. Wenn ihr einen eigenen Garten habt, dann könnt ihr euch auch nicht nur Monate, sondern wirklich jahrelang selbst ernähren. Allerdings nur, wenn ihr wisst, wie. Und da bringt es leider nichts, erst im Extremfall anzufangen. Ihr müsst schon vorher wissen, wie es geht. Ich habe ein paar Jahre gebraucht, um zu sehen, wie man auch wirklich im Garten was rausbekommt. Und wenn ihr dann schon in dem Prozess drin seid, ist es auch viel einfacher, dass ihr was anbauen könnt. Ihr habt vielleicht schon Setzlinge, ihr habt schon Samen und ihr habt Pflanzen gepflanzt, die vielleicht mehrjährig sind. Oder es gibt Samen, die wieder aufgehen nächstes Jahr. Also ihr müsst jetzt schon mit Garten anfangen, damit ihr dann diese Absicherung habt. Es bringt nichts, erst danach anzufangen. Und bei den Pflanzen sind vor allem die Top 5 der produktivsten Pflanzen in Deutschland wichtig. Und ich werde darüber ein extra Video machen. Also abonniert gerne meinen Kanal. Ich werde ein Video machen, der effiziente Garten, wie ihr mit wenig Zeit und wenig Geld möglichst viel aus eurem Garten rausbekommt. Vielleicht würden einige von euch sagen, ja, aber wenn doch so ein Atomangriff war, dann ist ja alles komplett radioaktiv verseucht und auch das, was du im Garten bekommst, ist verseucht. Ja, das stimmt. Der Punkt ist aber, dass alles, was über der Erde ist, also alles, was diesen Angriff unmittelbar erlebt hat, ist viel stärker radioaktiv verstrahlt, als das, was ihr erst Monate später aus der Erde rausbekommt, quasi neu im Garten wächst. Kommen wir zum dritten Punkt. Der dritte Punkt ist ein ganz besonders wichtiger Punkt. Nach einem Atomangriff ist sicherlich die gesamte zivile Versorgung zusammengebrochen. Und kein Mensch wird es wahrscheinlich schaffen, sich mit allem selbst zu versorgen. Ernährung, Wasser, Energie, über den Winter zu kommen. Und hier, was ihr wirklich braucht, ist ein starkes Netz. Hä? Nein, nicht so ein Netz. Fang jetzt schon damit an. Die einfachste Methode, um Freunde zu gewinnen, um sich so ein Netzwerk aufzubauen von Freunden, ist, anderen Gutes zu tun. Wenn du anderen was Gutes tust, so gewinnst du ganz leicht Freunde. Gründe eine eigene Familie. Kümmere dich um deine Verwandten. Vielleicht gibt es Verwandten, mit denen ihr keine Bekanntschaft mehr habt. Oft ist es auch so, dass in Deutschland viele Familien zerrissen sind, weil irgendjemand hat mal einen Fehler gemacht und der andere verzeiht ihm den Fehler nicht und dann treffen sie sich jahrelang nicht. Das ist doch schade. Verzeih dem anderen die Fehler, die er gemacht hat. Geht wieder aufeinander zu und schafft dir ein starkes Netzwerk. Ein starkes Netz ist das, was in Krisenzeiten am allerbesten hält. Kommen wir zum vierten Punkt. Es ist ein Traum der Menschheit und Forscher haben schon seit tausenden Jahren Millionen und Milliarden investiert, um zu erforschen, wie wir ewig leben können. Besonders die Eliten und reiche Menschen haben da ganz viel Geld reingepumpt. Aber es scheint, dieser Alterungsprozess ist nicht aufzuhalten. Wir haben biologisch in unseren Zellen einen Alterungsprozess, das heißt, bei jeder Zellteilung wird ein Stück von der DNA abgeschnitten, die sogenannten Telomere, und es scheint keine Möglichkeit zu geben, diesen Prozess aufzuhalten. Ja, aber wenn es einen globalen Krieg geben wird oder vielleicht sogar einen Atomkrieg, dann kann es trotzdem sein, dass ihr sterbt. Mach dir deshalb mal Gedanken über das ewige Leben. Ich selbst bin der Meinung, dass das in Jesus zu finden ist. Jesus sagt, dass seine Nachfolger ewiges Leben bekommen. Aber schreibt mal eure Kommentare. Was denkt ihr über das Thema? Kommen wir zum fünften und vielleicht wichtigsten Punkt, wie du einen Atomkrieg überleben wirst. Dein Immunsystem, das ist besonders wichtig. Das Schlimmste bei den Kriegen und woran die meisten sterben, sind nicht so die unmittelbaren Folgen, sondern eher die Folgen danach, die Krankheiten und die Seuchen, die ausbrechen. Und das trifft vor allem zu für den Atomkrieg. Außerhalb von diesem tödlichen Radius von der Atombombe werden alle Menschen von einer starken Strahlung betroffen werden. Und in diesem Fall helfen dir keine Medikamente und kein Arzt mehr. Das Einzige, was dir in diesem Fall hilft, ist deine eigene Abwehr. Das natürlich auch nur bedingt, aber du kannst deine Chancen enorm steigern, wenn du eine fitte Abwehr hast. Dein Körper hat die Möglichkeit, von Strahlung beschädigte DNA auf verschiedene Methoden zu erkennen und zu reparieren. Außerdem, wenn das fehlschlagen sollte, hat er die Möglichkeit, Krebszellen zu erkennen und zu eliminieren. Aber nur, wenn deine Abwehr fit ist. Und deshalb geht es in meinem Kanal auch um Gesundheit. Ja, und eine Sache wäre da noch. Was war das nochmal? Ach ja, genau, ein Abo. Und zwar die meisten YouTube-Videos, die ihr schaut, haben wahrscheinlich mit Unterhaltung zu tun und sie sind interessant. Aber wenn man fertig ist mit dem Schauen, hat man keinen Mehrwert.
Deshalb habe ich mich entschlossen, einen Kanal zu machen, der einerseits unterhaltsam ist, aber andererseits auch einen Mehrwert bringt, der euch wirklich weiterbringt, gesundheitlich und auch mental. Die beiden Themen auf meinem Kanal sind die Physis und die Psyche und ich bin der Meinung, dass jeder Mensch genial ist. Schön, dass ihr reingeschaltet habt, die Wahrheit zählt und schaut mal wieder vorbei. Ciao!